Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Wir haben neue Schuhe freigeschaltet. Mal schauen, was es diesmal gibt. Kin Kicker. Schleudert Gegner hoch in die Luft. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Und wir gehen weiter mit Level 6. Schlüpfige Kanäle. Pazifist ohne jemanden zu töten? Vielleicht. Schwimmflügel schießt in Level mit folgenden Schuhen ab. Schwimmflügel haben wir nicht. Schade. Ja, dann mal schauen. What the fuck? Okay. Okay, könnten noch stark sein, die Schuhe. Das sieht immer so verdächtig aus. Und wenn man auf Drogen ist, erkennt man halt nichts. Und auf Energy Drinks. Und plötzlich ändert sich die Musik. Ah, da passiert gleich was. Why? Weird. Ist das eine Cola? Nee. Sorry, da muss es irgendwas geben. Irgendwas im Wasser? Unter der Treppe nichts. Wieso sind die alle schon tot? What the fuck? Wieso Schlangen? Gut. Für diese Gegner ist das Kicken ein bisschen doof. Ey, die Musik ballert immer so gut. Okay, einfach ein bisschen im Kreis laufen. Da, das war mies, komm. Einfach da drin bleibt. What the fuck? Jetzt kommen auch Schlangen dazu. Können wir da hoch? Muss doch einen Grund geben, dass man hier hoch kann, oder nicht? Okay, nicht. Also ja gut, hier könnte man theoretisch als Pazifist durchlaufen. Ich sehe das. Wenn man die alle nicht umbringen würde. Können die gleich nochmal einen Durchlauf eigentlich machen oder durchsprinten. Aber dann gibt es eigentlich zwei Punkte. Erneut. Einfach durchlaufen, let's go. No, wait. Ohne jemanden zu töten. Ohne jemanden zu töten. Kommt her, kommt her, kommt her. Okay, schwierig, schwierig. Okay, schwierig. Okay, echt schwierig. Ich habe nicht daran gedacht, dass hier mindestens vier Leute sind.
Runter! Durch! Öffnen! Durch! 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 Let's go! Durch! Einfach durchsprinten! Durchsprinten! Let's fucking go! Das Geräusch ist gar nicht nice. What the fuck? No, nicht am Ende! Das war doof von mir. Ende habe ich es verkackt, weil da die Schlangen waren. Nicht weggehen wollten. Man könnte es schaffen als Pazifist. Hä? Da hat das Leben nicht nachgeladen. Weird. Mies. Das war jetzt weird. Wie das aussieht, wie wir entgegenspringen. Ich hab's geschafft. Ich bin im Level gestorben. Pazifist. Nice, weiter geht's. Das war hart. Also im Ziel gestorben, Junge. Wir machen mal kurz was. Einfach random. Dann wird's ein bisschen spannender. Die Umweltsünder. Das Umweltsünderpool. Purist schließt den Level nur mit Kritten ab. Tötet 30 Schlangen. Schlangen sollten einfach sein. Wir haben die Sandalen. Die Sandalen. Wieso sind Schlangen in Käfigen? Können ja einfach hier rauf. Hä, ein riesen Hamster. Hamsterglas zum Trinken. What the hell? Aha. 25 von 60, nice. Mieser Angriff. Habe ich was übersehen? Nope. Okay, wir können weiter. Was war das gerade? Was war das? What the hell? Mit Schlangenkopf? What the fuck? Das wird ein bisschen schwieriger. Das wird langsam ein bisschen schwieriger. Nur mit Tritten. Oh Gott. Autsch. Autsch. Okay. Ich
glaube, es sind Schlangenbändiger oder irgendwie sowas. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Habe ich irgendwo ein Skelett bestimmt übersehen oder sowas? Ich glaube, wir haben es geschafft. Bitte sag mir, dass wir alles gefunden haben. Nice. Aber... Ach so, ich hätte die anderen leben lassen müssen, damit die mehr Schlangen spawnen. Gut. Müsste man wissen. Aber egal, weiter geht's. Levels 8. Septische Pools. Speedrun 35 Sekunden. Natürlich werde Herr und zerstören eine Toilette. Sollte einfach sein. Ist das hier die Asbestfabrik? Ich glaube, ich habe das falsche Rohr genommen. Da wäre halt eigentlich unser Speedrun durch. Aber ich glaube, man braucht bestimmte Schuhe, um das zu... Um im Sprint da durchzugehen. Weil ich glaube, das wird der Speedrun halt. Fühlst du dich manchmal auch wie eine Plastiktüte im Wind? Jetzt habe ich Hunger. Wieso? Recycle? Als ob die hier Sachen recyceln. Was? Red Barrel Co. Volatile Storage. Was machst du? Ich bin bei der OKAFB. Der Organisation der Kontaminierer für die Ausbreitung fossiler Brennstoffe. Also schon von unserer Aktion Öl für alle gehört? Heikles Thema. Wir sorgen dafür, dass bis zum nächsten Jahr jeder Haushalt 3 Barrels erhält. Mangelnde Impulskontrolle. Gut. Damit hätte ich rechnen müssen. Theoretisch. Das heißt, ich kann den nicht wegschmeißen. Nee, gut. Boah, was für Müllberge. Irgendwer hat den ganzen Müll an einen Ort gesammelt. Aber hiermit kann ich ihn wieder schön verteilen. Die Kontaminierer hassen die Natur über alles. Verfluchtes Licht ist tot. Das Verfluch des Lichtes tot mit aller Macht. Und auch das Licht des Wiedergeburt am nächsten Morgen. Und den Schnee, die Felsen, die Biber und das Moos. Naja, und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Hast du hier irgendwo Bäume gesehen? Wenn ja, vergiss nicht, das zu melden. Angeblich soll Holz von Bäumen kommen. Ich halte das für ein Gerücht, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Okay, und deshalb wollt ihr das Holz vernichten, zerstören? Boah, ist das hier ekelhaft. Ich bin nur hier, weil ich eine neue Gang finden muss. Kopf hoch, Kumpel. Es findet sich für jeden eine Gang. Kann man da hoch, ist die Frage. Ich glaube schon, ne? Ich habe gehört, dass die Kontaminierer von einem widerlichen Monster angeführt werden. Mit schuppiger grüner Haut. Hört sich echt an. Hello? Oh? Willst du jetzt ein Delfin? Ich frage mich. Wir bewachen den Gefangenen. Ein ziemlich gefährlicher Job. Die letzten Aufseher wurden von einem Pinguin abgestochen. Was? Und ihr von meinen Füßen? Möchtest du Plastik reinwerfen?
Batterien oder Styropor, genau. Hauptsache ist. Komm schon! Komm schon! No! Oh Gott! Ich dachte, das wäre ein Ding. Das ist deine letzte Chance. Wo sind die Ozeane? Ah, nice. Autsch, ein Kaktus. Wieso haben die hier Delfine als Gefangene? Ich verstehe absolut gar nichts. Mir ist meine Kontaktlinse runtergefallen. Sie muss hier irgendwo sein. Viel Spaß beim Suchen! Hier oben ist es richtig schön, was? Ich könnte stundenlang hier sitzen. Keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkommen soll. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir, habe ich gesagt. So. Ich glaube, wir haben... Ich wette mit euch, am Schluss gibt es Achievement, wenn man alle Leute umgebracht hat in diesem Zwischenlevel. Aber hier haben wir ja jetzt ein Problem eigentlich. Den können wir nicht umbringen, schade. Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ins Level hinein. Ich weiß nicht mehr, was wir hier machen müssen. Oder was? Also was unsere Nebenziele sind. Schlangen. Ich habe keine Waffen. Wo sind eure Waffen? Sind so weird aus, diese Kreaturen. Wieso schmeiß ich meine Waffe weg? Ich brauch die ja noch. Auf Drogen muss ich was machen. Aber was? An Klo zerstören, genau. Alter. Komm, noch mehr. Noch mehr. Ich brauch mehr. What the fuck? Gib mir mehr. Alter. What? Ich seh nichts mehr. Weiter geht's. Ich seh nichts mehr! Junge! Wo geht's lang? Oh shit! Wie geil ist das bitte? Oh, puh, das war grad crazy. Ah, darüber! Das war grad richtig crazy. Nichts mehr gesehen, das war schon ein bisschen zu
Schade. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Vielleicht irgendwo hier im Wasser. Nee. Ein Skelett, würde ich sagen. Alter, das war richtig verrückt. Trans Dance. Werde heilen und zerstöre eine Toilette. Nice. Aber gut, ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge. Und Angelfoot, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.